Wir atmen. Weißt du, was sich dabei im Körper abspielt? Um aus der Nahrung Energie zu gewinnen, brauchen Lebewesen Sauerstoff. Alle Säugetiere, also auch wir Menschen, atmen hierzu Luft durch den Mund oder die Nase ein. Durch die Luftröhre strömt die eingeatmete Luft in die Lungen. Die Luftröhre teilt sich in die sogenannten rechten und linken Hauptbronchien auf. Innerhalb der Lungen verzweigen sich die Luftwege immer weiter in viele kleine Luftwege, die Bronchien. Am Ende dieser vielen kleinen Luftwege sitzen kleine Lungenbläschen, die in der Fachsprache Alveolen genannt werden. Beim Einatmen wird der Sauerstoff ans Blut weitergegeben. Beim Ausatmen wird das Kohlendioxid, also die Abgase, aus dem Blut wieder ausgeatmet. Dieses Ein- und Ausatmen hebt und senkt den Brustkorb und deinen Bauch.